Okay, jetzt reiß ich zusammen, Ella. Also ich muss sagen, heute bin ich überhaupt nicht gut drauf. So absolut gar nicht gut, weil dieses blöde Tessa-Ding, also eigentlich interessiert sie mich nicht, aber mich stört das und nervt, dass sie immer noch auf Klassenfahrt mit ist. Also nicht, dass ich will, dass sie wiederkommt, aber der Fakt, dass sie da einfach auf Klassenfahrt mitgefahren ist, das ist so unfair. Guten Morgen, Layla! Ich bin schon wieder alleine. Diesmal habe ich aber Chanel nicht mit... was? Ich habe Chanel mit Absicht nicht abgeholt, damit sie sich nicht wieder erschreckt, wenn ich an die Tür klopfe. Ah, Bibo, du bist ja hier. Warum hast du mich nicht abgeholt heute Morgen? Ich habe mich denn so beeilt, weil ich habe da nicht auf die Uhr geguckt und ich wäre fast zu spät gekommen. Aber ich bin ja nicht zu spät, also das passt noch. Aber wieso holst du mich nicht mehr ab, Bibo? Ja, das war richtig schlau von mir, Chanel. Damit du dich nicht wieder erschreckst, wenn ich an die Tür klopfe, habe ich dich einfach in Frieden gelassen. Und außerdem, mein kleiner Bruder war ja auch nicht bei euch. Nein, und du kriegst keine Korni-Riegel. Und ich will dein Hund auch einen vernünftigen Namen haben. Das ist dein vernünftiger Name. Weil ich sauer auf dich bin, Bibo. Aber warum denn? Du kannst nicht einfach mich abholen. Gib mir einen Riegel. Leute, ihr bereitet mir echt Kopfschmerzen am Morgen. Jetzt seid doch mal ruhig. Ich bin ja Klassensprecherin. Leute, hört auf damit jetzt. Ich bin Klassensprecherin und schlichte jetzt da. Jetzt hört mal auf hier rum so, ey. Meine Güte. Ja, macht das von mir aus. Hauptsache, ihr seid jetzt ruhig und... Ist Tessa eigentlich immer noch auf Klassenfahrt? Woher soll ich denn das wissen, wo Tessa ist? Ist mir doch egal. Was mich aber viel mehr interessiert ist, wie das jetzt mit dem Unterricht aussieht, weil ich bin eben in den Flur da gegangen. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich mal wieder nicht gesehen. Da hängt halt wieder ein Vertretungsplan. Nein, ich musste mich richtig krass beeilen, weil Bibo hat mich nicht abgeholt und ich habe auf ihn gewartet und ich dachte, er wäre nicht hier und ich dachte, er wäre wieder krank. Ja, aber... Oder er wäre auch auf Klassenfahrt gefahren mit der anderen Klasse. Auf jeden Fall ist diese Schule so chaotisch. Pass auf, wir hätten doch jetzt eigentlich gleich hier mit Frau Bohnenkämper-Müller. So, die ist anscheinend nicht da und dann stand da Vertretung mit Frau Barsch, aber die ist doch auf Klassenfahrt. Hier ist einfach schon wieder nichts geregelt. Das heißt, wir haben ja jetzt gleich wieder die ersten beiden Stunden ja jetzt frei anscheinend. Und ich weiß gar nicht, die dritte, vierte haben wir ja eh frei. Fünfte, sechste hätten wir eigentlich Sport. Ich weiß nicht, ob das jetzt stattfindet. Ich meine... Wir haben doch irgendwie nie Sport. Ja, aber sollten wir doch jetzt wieder haben. Aber mich nervt das. Bei Frau Bellini oder bei Herr Bellini? Ach, da stand irgendwas Neues. Macht der Hausmeister jetzt eigentlich Sport? Diese Schule ist einfach so furchtbar. Und die haben einfach Tessa mit auf Klassenfahrt genommen. Ich finde das voll ungerecht. Ich finde, wir sollten auch auf Klassenfahrt fahren. Wann fahren wir auf Klassenfahrt? Keine Ahnung, aber mich nervt das einfach, dass es so chaotisch hier läuft. Und ich sehe mich halt... Als Klassensprecherin schon ein bisschen berufen, hier ein bisschen für Ordnung zu sorgen, jedenfalls in der Klasse. Die ganze Schule werde ich jetzt nicht ändern können, auch wenn ich es versuche. Ich bin ja auch bei der Schülerzeitung und dann muss ich da halt einfach mal einen Artikel reinsetzen, dass das halt nicht in Ordnung ist. Ich werde einen Artikel in die Schülerzeitung schreiben über Tessa. Und zwar, dass sie einfach, ja... Dass sie halt da einfach mitgefahren ist. Aber du kannst das ist ja nicht, du kannst ja nicht einfach, dass du sauer auf sie bist, da reinschreiben. Nö, ich kann ja nicht schreiben, dass ich sauer bin, aber ich kann schreiben, dass sie da mitgefahren ist und das ist ja nicht okay. Das ist eindeutig nicht okay. Jetzt hat sie aber ganz schön viel gelabert, jetzt darf ich auch mal was sagen. Aber Layla, wenn du jetzt Klassensprecherin bist, kümmerst du dich jetzt darum, welchen Unterricht wir haben oder was? Ja, das habe ich, ich habe da ja nicht so einen krassen Einfluss drauf, aber natürlich versuche ich das. Ich habe ja hier halt eine wichtige Stellung. Also ich habe mich eigentlich auf Unterricht mal bei Frau Barsch gefreut, weil wir haben nie bei Frau Barsch Unterricht. Und das ist auf jeden Fall besser als bei Frau Bohnenkämper-Müller. Aber was ist denn mit Philipp? Philipp, kann der nicht wieder Vertretungsunterricht machen? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist der nicht da, aber was soll der auch vertreten? Der kann doch nichts. Ja, besser als gar nichts, oder? Naja, ich weiß ja nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht, dass der Unterricht ausfällt. Deswegen habe ich eigentlich eine ganz gute Idee. Wir hätten ja jetzt, was hätten wir jetzt bei Frau... Ich glaube, Deutsch hätten wir Mathe, jetzt gehabt. Mathe, oder? Keine Ahnung. Ich kann Mathe und Deutsch und ich würde sagen, dass wir... Boah, du kannst ja so viel. Ja, dass wir trotzdem Unterricht machen, damit ihr auch was lernt und ich meine, dann kann ich halt meine Weitergeben-Skills noch ein bisschen erweitern. Aber wenn du das so gut kannst, warum bist du nicht direkt Schülersprecherin und veränderst die ganze Schule? Werde ich ja noch. Hä? Was ist denn das für ein komisches Gespräch bei euch beiden? Es ist doch gut, dass kein Unterricht ist. Und Bibo, Schülersprecher, das sind immer nur die aus der Abschlussklasse. Also Layla wird noch lange nicht Schülersprecherin. Naja, also vielleicht werde ich ja die Erste, die es halt auch schon vorher schafft. Aber ist ja auch egal. Leute, also wir können halt, Chanel, tut mir leid, aber wir können halt nicht immer nur frei haben oder beziehungsweise viel frei haben. Naja, wir könnten einfach zur sechsten Stunde wiederkommen nach Sport. Ja, das ist aber zur sechsten, willst du nach der sechsten noch wiederkommen? Das ist doch auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Aber ich meine, guck mal, wir sind doch extra hier hingekommen und ihr wollt doch auch was lernen oder nicht? Also willst du eigentlich, also, oder? Ich meine, man will doch nicht nur so zur Schule gehen und dann nichts lernen und dann wieder nach Hause gehen. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Nichts mehr lernen. Aber man lernt doch sein ganzes Leben lang. Ich meine, man sagt ja auch, man lernt nie aus. Das hat meine Oma einmal gesagt. Ja gut, okay. Und da hat sie recht. Was willst du denn für Unterricht machen jetzt? Keine Ahnung, was ihr wollt. Also ich kann eigentlich im Prinzip jedes Fach unterrichten. Englisch. Wir können auch Englisch machen.
Gut, dann machen wir jetzt Englisch-Lesson und wir fangen einfach mal ganz simpel an, ja? Ist es okay, ich rede einfach auf Deutsch, ja? Wir machen das Nein, so. Nein, Ben, musst du auch auf Englisch reden. Yeah, okay, we will have an English lesson now and I'm just writing some vocabulary now on the Tafel. Ich habe das Wort vergessen. Board. Okay, machen wir easy vocabulary. Okay, ich schreibe die auf Englisch und ihr sagt mir, was das heißt. Das war wieder kein Englisch. Egal. Fangen wir. Ich muss noch Nemo versteht Englisch auch nicht so gut, Leila, deswegen ist das schon okay. Doch, ich verstehe Englisch voll gut. Okay, the first word, you have. Ihr müsst mir sagen, was das dann heißt. Bin mir nicht mal sicher, wie man das schreibt. Ich glaube. So, was heißt denn dieses Wort auf Deutsch? Also auf Englisch ist es Pineapple. Was ist das wohl im Deutschen? Ich glaube, da spricht man Pineapple aus. Das heißt Ananas. Ew, das heißt es nicht, Bibo. Ananas heißt Ananas. Ach so, okay. Also, und Pizza Hawaii. Pizza Hawaii? Oh, Leute, das war doch wirklich total einfach. Das haben wir doch schon in der 5. oder so gelernt. Ananas ist natürlich richtig. Ja, Ananas wird weiterverarbeitet. Ananas Pizza, aber das ist doch jetzt egal. Okay, eins noch. Das solltet ihr auch wissen. Das ist nämlich auch einfach. Und zwar... Trousers. So, Trousers. Was heißt das? Hier, Frau Layla, ich weiß es. Oder Miss Layla. Das heißt Lachs. Was ist Lachs, Bibo? Lachs, der Fisch. Wie das hier, nur dass das ein Barsch ist. Was? Aber das heißt doch Lachs. Lachs? Lachs. Lachs? Nein, Bibo. Ach, egal. Trousers ist was anderes. Du hast ja gerade Legs gesagt und im Prinzip, wenn man jetzt sagt, das englische Wort Legs, ja, die Legs kommen in die Trousers. Also was könnte denn wohl Trousers bedeuten, ha? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ist das ein neuer TikTok-Tanz, was du da machst? Was? Ich verstehe das alles nicht. Ja, das hier so, was sie gemacht hat. Aber heißt das nicht Pants? Pants? Hosen. Hosen? Hosen. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das haben wir doch wirklich in der 5. Sogar, das war das Erste, was ich gelernt habe in Englisch fast. Also Trousers heißt Hose, ja, lange Hose. Es gibt auch Pants, kurze Hose. Okay, aber das Nächste ist ja jetzt wohl wirklich mal wieder simpel. Und zwar, und das sollte man wirklich wissen. So, und zwar Straw. Und da ist ja schon das Wort auch gleich mit drin. Berry. So, und was Berry bedeutet, weiß ja wohl jeder. I know it, Mrs. Layler. Ja. Du musst ihren Nachnamen sagen, nicht ihren Vornamen. Nein, das ist egal. I know it, Mrs. Mein Nachname ist egal. Morning Bread? Wie auch immer, das Wort ist Strawberry. Und das heißt? Du sollst das nicht so britisch aussprechen. Doch, da habe ich das aber gelernt. Ich spreche das genauso aus, wie da aus, wo ich es gelernt habe. Ew. Strawberry. Ja, und was heißt das jetzt auf Deutsch? Strohhalm. Nein, Bibo, das ist für Beeren. Für Beeren. Also für Beeren? Für Beeren. Also nicht für die Beeren. Ja, ich bin ein Bär. Nicht so. Die Beeren, Bibo, sondern die kleinen, die man isst. Aber das... Gummibärchen. Nein, das sind diese Pieker, die man nimmt, um die aufzuspießen, damit man die nicht anfassen muss. Ach so. Strohhalm. Leute, wisst ihr was? Vergesst das einfach. Also das ist mir wirklich... Strawberry heißt verdammt nochmal Erdbeere. Und hast du Erdbeeren dabei? Können wir welche essen? Ach nein. Müsste das nicht Earthberry heißen? Was? Ach, wisst ihr was? Ich gebe die Hoffnung auf. Okay, rutsch mal wieder, Platz da. Also, das mit dem Unterricht... Der Stuhl ist ganz schön weit weg und der ist ganz schön viel härter. Das macht alles keinen Sinn. Ich würde sagen, ich fange jetzt an, etwas Sinnvolles zu machen. Ich werde jetzt den Artikel vorbereiten und anfangen zu schreiben für die Schülerzeitung. Oh, über Tessa? Ja, ihr könnt mir gerne helfen. In Englisch. Ja, am besten in allen Sprachen, damit wir das überall international verbreiten können. Können wir auch darüber schreiben, dass die Stühle hier zu hart sind? Das ist mir egal, aber jetzt fange ich erstmal mit dem Artikel an für Tessa. So. Also nicht für Tessa, sondern über Tessa. Ja, finde ich gut. Ihr könnt mir natürlich helfen. Können wir ein Foto von ihr in Holland dabei machen? Ja, hast du noch mehr Fotos? Wir packen alle Bilder da rein.